Vom traditionellen Zirkus zu einer neuen Form, wie man das Zirkuspublikum unterhalten kann. Dieser Mann ist Tänzer und kommt aus den USA. Dort hat er seinen grossen Durchbruch in einer Fernsehcastingshow gemacht. Seither trägt er den Übernamen Mr. Fantastic, der Robert Moraine. Rolf Knie, Künstler aus Castingshows. Wie ernst werden die genommen von Zirkusdirektoren? Wenn sie gut sind, sehr ernst, weil das sind neue Inspirationen, neue Leute, die auf der Bühne erscheinen. Also der Übernahme Mr. Fantastic hat Robert Moraine verdient, muss man sagen, Rolf Knie. Hat dir auch gefallen, oder? Ja, er ist auch als Mensch ein toller Typ. Denn er ist bei uns, bei Oh La La, hat er vor 2 Jahren auftreten und das Publikum ist wirklich begeistert von ihm. Der Robert Moraine ist aus Amerika, wenn ich gesagt habe. Wenn man so schaut, von wo die besten Artisten in einem solchen Zirkusprogramm kommen, dann fällt auf, dass die meisten immer aus der Ukraine, Russland oder China kommen. Warum eigentlich? Weil es dort